Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part die Sims 3. Gleich vorneweg, falls ich später ein bisschen meine Stimme verliere, falls meine Stimme kratzig wirkt oder sonst was. Mein Sims ist gerade abgestürzt und hat sich irgendwie verbuggt in meinen Bildschirm, sodass ich dann meinen Computer neu starten durfte. Und das natürlich, während ich hochgeladen habe. Und seltsamerweise hat sich YouTube diesmal meinen Upload nicht gemerkt. Der übrigens noch 3 Minuten ging. Habe ich aber nicht gesehen, weil, wie gesagt, hier Sims 3 sich in einem grauen, in einer Farbenpracht aus Grau, sich über meinen dreiviertelten Bildschirm ergossen hat. Konnte ich nicht sehen, wie lange die Aufnahme noch, der Hochladen noch dauert. Hab einfach mal neu gestartet, weil anders ging es nicht weg. Nicht mit Alt F4, nicht mit Task Manager, gar nicht. Null, nope, nein, nope. Und ja, dann durfte ich glücklicherweise meinen 3-Stunden-Upload nochmal starten. Ja, und ja, das hat mich auf jeden Fall richtig glücklich gemacht. Und ich musste ein bisschen die Freude in die Welt hinausrufen. Und ja, deshalb habe ich jetzt Halsschmerzen. Geil, Zeit verloren, wegen nochmal hochladen müssen. Stimme verloren, wegen Aufregen, Halsschmerzen wegen Aufregen, wegen Zeit verloren. Also es ist ein Kreislauf des Todes. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Es schneit, draußen ist gerade 30 Grad, vermutlich einer der letzten heißen Tage dieses Jahr. Und hier in Sims schneit es. Ja. Okay. So, unsere Sims sind gerade auf der Arbeit. Unsere Tierchen trollen hier herum. Die können aber statt rumzutrollen mal lieber wieder an die Arbeit gehen. So, denn wir haben zwar schon... Nein, ich glaube das nicht. Oh Gott, du greifst nicht den Vogel an. Oh, Vogel. Andererseits würde ich halt schon gerne mal ausprobieren. Sollen wir das mal ausprobieren und dann neu starten, falls er stirbt? Nur mal so testweise? Hm. Wisst ihr was? Was machen wir jetzt? Komm mal her, Katze. So. Halt, stopp. Speichern. Dauert natürlich immer etwas länger bei Sims 3. ja, okay. Dann würde ich sagen, angreifen. Und? Passiert irgendwas? Gott, das ist voll aufregend. Schmeckt wie Hühnchen. Oh. Nein. Oh Gott. Oh. Das ist aber gemein. Das machen wir nicht. Schriftrolle. Sie könnten da. Schiebetür. Boah, das wäre ja fies. Also jetzt ist Vogli noch da. Oi, das machen wir. Ich dachte, vielleicht kämpfen die halt so und vielleicht überlebt Vogel. Aber... Ja gut.
Vogel war wohl überrascht. Ja, das machen wir nicht nochmal. Das ist gemein. So, okay. Yay, wir haben Jagd-Level 8 erreicht. Und hier geht's gut. So, dann arbeitet euch mal K.O. Wir brauchen nämlich Geld. Falls ihr euch fragt, wofür wir Geld brauchen. Unser Haus ist zwar im Grunde fertig, zumindest unten, und wir brauchen unser Hausausbau erst wieder, wenn wir Kinder wollen. Und das dauert ja noch eine Weile. Yay, wir wurden befördert. Professionelle Bloggerin. Aber ich möchte natürlich Geld haben für die Universität. Und ich möchte aber auch ins Wellnesscenter. Nee, 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 dafür haben wir kein Geld. Schaumbad nehmen, ja, das kannst du machen. Nee, können wir offenbar nicht machen, weil wir es nicht können. Oh, ich muss das kaufen, das Schaumbad. Lebensmittel kaufen. Ich möchte den, ja, das Kinderding, sage ich jetzt mal, das Kinderzimmer schon mal bauen, auch wenn das noch eine Weile dauert. Und ich möchte eben unser Universitätszimmer dann natürlich auch schön machen. So, du kommst jetzt heim, dann kannst du erstmal. Fleisch und Käse, ich habe Fleisch und Kotze gelesen. Bah! Was ich gerne auch noch kaufen möchte, ist Feuerwerk ein bisschen, so für Silvester so, ne? Und sonst brauchen wir nichts. Passt schon. So, du kommst jetzt heim und willst erstmal was essen. Bücher hätten wir noch kaufen können. Warte, warte, warte. Bücher kaufen. Wir haben jetzt was? Chili, Ratatouille, Fisch und Chips und Pilzomelette. Chili, Ratatouille, Fisch und Chips. Chili, Ratatouille, Fisch und Chips, Pilzomelette. Gut, dann das, Kekse, Suppe. Ich möchte gerne, dass sie alles kann. Dass sie alles kochen kann. Ist ziemlich teuer, aber wie gesagt, deshalb brauchen wir Geld. So. Gucken wir mal, ob wir uns alle Bücher leisten können. Nö. Können sich mal leisten, krass. Dann machen wir Filet Steak mal weg. Und das da auch. So. Ja, für 4000 Bücher einkaufen ist auch mal eine nette Idee. Okay, uns geht's nicht so gut. Warum geht es jetzt so schnell? Langsam. Ich möchte, dass du ein Schaumbad nimmst. Hier. Stelle ich das jetzt hier hin oder wie? Ah, okay. Ah, baden bist entspannt. Also können wir da uns auch ausruhen, ja? So, du kannst dann auch erstmal reinigen. Nee, erstmal Kleidung in den Trockner geben. Und dann reinigen. Und dann hier aufräumen. Und dann hier mal die ganzen Tiere versorgen. Und dann kannst du dich ins Bett legen. So. Genau. Ich weiß, ihr seid gestresst. Ich weiß, ihr seid müde. Aber so ist das Leben. Boah, die ist aber echt müde. Oh, Entenzeit. Ist so süß. Warum habe ich jetzt bei dir kein Bild mehr, Ryan? Er ist zu müde. Okay, dann geh halt erstmal ein bisschen schlafen, warum immer kein Bild mehr bei dir ist. Was? Schwimmen? Bist du irre? Es ist übelst kalt. Hier hinpieseln. Dann hier, nein, 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 da. Da. Kauen. Essen. Schlafen. Pieseln. Essen. Kratzen. Schlafen. So, dann verkaufen wir wieder alles, was die Tierchen hier eingebracht haben. So, langsam, langsam, nicht zu schnell. Unsere Gute ertrinkt, glaube ich, gleich in der Badewanne.
So, du hast genug gebadet, jetzt geh ins Bett. Wir können morgen was essen. Oh Gott. Komplett erschöpft. Okay. Hundi stinkt. Ich hoffe, Hundi weckt jetzt nicht alle auf mit seinem. Er weckt alle auf mit seinem Knautschding. So. Du kannst jetzt mal hier Computerspiele spielen. Und du gehst schlafen. Lass den Hundi in Ruhe. So, Ryan, kannst du jetzt mal bitte. Du sollst nicht baden, bist entspannt. Kann ich jetzt immer ein Schaumbad nehmen? Ach, cool. Kann ich das auch irgendwie auf dem Rand oder so stellen und nicht in die Badewanne rein? Da, genau, so hätte ich es gerne. Dann machst du halt auch ein extremes Schaumbad, warum nicht, ne? So, okay. Da kannst du aber auf jeden Fall noch aufwischen und dann gehst du wieder ins Bett. So, Hundi isst. Hundi geht schlafen. Das Haus bewachen, ja, dafür haben wir jetzt keine Zeit. So, Katzi kratzt noch, geht dann schlafen. Und jetzt lasse ich sie einfach mal generell schlafen. Hundi, was machst du da? Haus bewachen, schlafen. So, ab ins Bett. So. Gut, dir geht's besser. Dann kannst du jetzt hier noch aufwischen und dann ins Bettchen hüpfen. Es ist nämlich jetzt echt Schlafenszeit. Und das machst du nicht, das macht sie. Das kannst du allerdings schon machen. So, gut. Dann lasse ich jetzt hier mal durchlaufen. Wir müssen unbedingt die Ställe säubern. Die sind nämlich echt schmutzig. Schneeflockentag. So, säubern, füttern. Füttern, säubern kann er, weil er das auch gerne machen möchte. Und dann Weintraubenpfannkuchen essen. Und dann kannst du hier plaudern, Textnachricht schicken. So, aufstehen. Ich weiß, es ist 3 Uhr morgens, aber wir müssen ran an den Speck. So. Katze ist schon wach. Ei. Benutzen. Kratzen. Und dann, wenn wir uns ein bisschen mit dir beschäftigen. So. Gut. Sie ist. Genau, jetzt telefoniert sie kurz. Auto fährt vorbei. Mit Gourmet-Futter Ente, mit Gourmet-Hühnchen benutzen und säubern. Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Mensch. So. Lassen wir das mal mit dem Plaudern. Wir kümmern uns erstmal um uns. So, Katze, du kannst jetzt hier mal noch ein bisschen was snacken. Hundi ist wach. Hundi, hier kannst du snacken. Und dann kannst du bitte aber im Wohnzimmer. Ich krieg den Kauknochen nicht. Hier ein bisschen kauen. Dann beschäftigt ihr euch lieber wieder miteinander. Dann habe ich mit ihr hier Zeit. Und zwar duschen und säubern. Kleidung in den Trockner geben. Du bist wach, du bist wach. Säubern. Und fällt in einer Stunde. So ein Mist. Bett machen. Und dann Weintraubenpfannkuchen essen. So, und ich merke, meine Stimme versagt. Pizza auffischen. Bestellen keine Pizza. Machen jetzt auch später eine Schneeballschlacht. So, jetzt isst mal noch was, dann kannst du arbeiten, kannst in der Arbeit aufs Klo. Du kannst hier noch die Wäsche waschen, Müll rausbringen und dann zur Arbeit fahren. Den Tieren geht's gut. Ja, ja, entspannt euch. Halt, halt! Aufräumen. Zur Arbeit fahren. So.
Und Hundi, du musst dich jetzt unbedingt gleich mal mit Katzi beschäftigen. Das macht Katzi, die spielt, das wollte sie sowieso, das ist okay. Ja, das ist Pech, dass er zu spät gekommen ist, aber wir haben jetzt keine Zeit dafür. So, wie verrückt schuften, hart arbeiten. Hundi kaut noch ein bisschen und Katzi muss dann noch kurz warten, bis sie dann mit Hundi wieder mal ein bisschen hier anschmiegt. Ja, ist ja gut. Oh, das sieht voll hübsch aus, der Schnee. Ich will einen Screenshot machen. Auto. Unser Dach sieht voll hässlich aus. Das müssen wir unbedingt ausbauen, damit haben wir gerade kein Geld. Aber wir können hier wieder einiges machen, rekonstruieren zum Beispiel. So, und jetzt hör mal auf und spiel mit Katzi. Die Flocken. Und funktioniert das? Nö. Rekonstruieren. Okay, rekonstruieren. Ja, ein Hydranten. Nett. Und was noch? Und ein menschliches Skelett. Das ist natürlich komplett normal. Wir werden nicht schwimmen gehen. Das ist viel zu kalt. So, Kontakt knüpfen, beschnüffeln und dann könnt ihr ein bisschen herumblödeln. So, okay. Ariane hat eine Ohrfeige gekriegt. Ei. Das ist natürlich ein bisschen heftig. So, ich schicke jetzt die Tierchen erstmal wieder raus. So, meine Liebe, du kannst jetzt hier mal entspannt Spaghetti essen. Das Essen geht schön schnell, finde ich. Und dann kannst du Rennspiele spielen und aufräumen. Verlegen, ja, das ist verständlich. Da wäre ich auch verlegen, wenn ich einfach nur klatscht werde. Ist meine Maus hier? Okay. Ey, bei dem Schneetreiben ist der echt. Oh. Katzi hat jetzt irgendwie was super Tolles gemacht. Auf jeden Fall hat sie tolle Sachen gefunden. So. Okay. Ryan ist zu Hause und Ryan ist ziemlich angepisst. Ryan kann jetzt erstmal Futter nachfüllen. Und dann erstmal was essen. So. Du räumst hier mal auf. Du kannst dann saubere Wäsche. Oh nein. Handwerker rufen. Ist was? Ach ja, lass mal das mit dem Handwerker. Warum stinkst du? Hier sind die Teller. Reparier du das. Reparieren. Unser Sim ist zu gestresst. Mein Gott, isst den Herbstsalat. Du Fernsehen. Dann wird dein Leben schon gleich besser. So, Kleidung in den Trockner geben. Und dann. Was ist das? Wollte ich begrüßen? Plaudern. Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum Ryans Bild immer weggeht. Keine Ahnung. So, kauen bitte. Und dann essen und dann schlafen. So, Ariana, was machst du jetzt? Telefonierst du jetzt bitte? Genau. Und dann kannst du eigentlich ins Bett gehen schon mal. Ryan guckt jetzt noch Fernsehen.
Katzi müsste jetzt mal kratzen. Warum hast du jetzt schon wieder nicht genug Platz, Hund? Hört auf mit dem Fernsehen. Reparier den Scheiß. So, und dann kannst du noch eine Dusche nehmen. So, sehr schön. Level 2. Jetzt duschst du und dann kannst du noch hier ein bisschen... Nee, das wollte ich nicht. Hier Computerspiele spielen. Gestresst, ekliger Kühlschrank. Können wir uns einen besseren Kühlschrank leisten? Doppeltür-Genie. Also toll ist der nicht. Dann machen wir halt den dahin. Und dann hätte ich gern das Grün wieder da. So. Da. Genau. Und oben hätte ich es gerne weiß. Ne. Das da. Genau. So ist gut. Dankeschön. So, das lässt du mal. Hundi, kannst du nicht einfach kauen? Und dann... Oh, du bist ja ganz stinkig. Aufstehen. Wieseln. Tierbaden. Rusty. Ich weiß nicht, warum sie jetzt nicht erst pieseln geht, obwohl ich ihr das gerade gesagt habe, aber gut. Hundi ist ja schon fertig. Wird Hundi jetzt gebadet? Hä? Also manchmal... So, lass das. Räum auf. Und dann können wir einfach mal, obwohl das ein bisschen unlogisch ist, dass es im Winter funktioniert, können wir einfach mal hier Honig ernten. So. Und die wird jetzt bitte gebadet. Dankeschön. Katze geht's gut. Katzes Inventar ist leer. So. Gut. Dann war's das auch schon wieder mit dem Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh. Natürlich auch in Badehose. Ganz wichtig. Was war? Oh, Cat! Was war? Oh, Kapitän! Wie ein Fütter. Was war? Husa! Belusch! Oh mein Gott. Jetzt fütter mal die Bienen. Dann ernte den Honig. Lass ihn ausräuchern. Wieder? Warum sind die denn so wütend? Bienen füttern. Warum denn bitte nackt? Das ist komplett idiotisch. So, und jetzt Honig ernten. Ausflippen. So. Und bitte hier räuchern. Bienen füttern. Honig ernten. Kasten säubern. Ich bin voll mit wütender Bienen. Ich glaube, es geht los. So. Du gehst jetzt erstmal duschen, meine Liebe, bevor du dich hier hinlegst und isst nochmal was. Und dann darfst du schlafen. Hundi schläft, das ist gut. Er ist sauber, Katzi schläft. Er kämpft noch mit den Bienen. So, und dann kann er aber auch mal hier benutzen. Oh. Oh, er ist ganz blau. Ja, dann... Oh! Mach halt noch eine Dusche. Ist jetzt besser? Nö.
Dann leg dich einfach ins Bett. Okay. Ja, wie gesagt, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.